Bundesliga-Saison 97-98 hat für unsere grün-weißen Profis natürlich wie immer auch ein allerletztes Heimspiel. In diesem Jahr war der VfL Bochum zu Gast. Und am Ende des Spiels sollten einige unserer Profis verabschiedet werden. Natürlich wie immer angekündigt von unserem Stadionsprecher Christian Günther, den wir gleich auch als Studiogast begrüßen dürfen. Wir waren mit unseren Kameras im Stadion dabei. Willkommen bei der Bundesliga, meine Damen und Herren. Die letzte Partie des Jahres, der Saison 97-98 stand an. Wie sang schon Herbert Grönemeyer? Bochum. Und das war der heutige Gegner. Bochum, hier sehen wir unsere Ostkurvenjungs, die mächtig Putz machten vor dem Anpfiff. Auch unser Leichtathletik-Nachwuchs war selbstverständlich im Stadion, um unsere Profis in der letzten Saisonpartie kräftig anzufeuern. Wie Ihnen bekannt sein dürfte, Spielszenen dürfen wir leider nicht übertragen, aber die tolle Stimmung, die kam auch so rüber. Es ging, wie gesagt, ziemlich heiß her auf dem grünen Rasen. Und diesen Polizisten zog es bereits hier seine Jacke aus. Während der Halbzeitpause dann eine Demonstration der besonderen Art. Brasilianische Altmeister aus ehemaligen Weltmeisterteams präsentierten ihre Ballkünste. Die Männer vom Zuckerhut zeigten also, dass sie es immer noch drauf haben. Und wie? Aber nicht nur das Anschauen der tollsten Balltricks machte Spaß. Da schnalzte sich ja so mancher Zuschauer mit der Zunge. Trommelrhythmen. Versteht sich. Oder Willi? Dann ging es auf in die zweite Halbzeit. Von den schönen Beinen zurück zu den strammen Waden. Es stand 0:0 und Werder musste noch einiges tun, um sich in der Tabelle weiter nach vorne zu schieben. Bochum musste einfach bezwungen werden, um eventuell noch einen UEFA-Cup-Platz erreichen zu können. Die Männer um Andi Herzog und Dieter Eils hatten sich also allerhand vorgenommen. Und was zu diesem Zeitpunkt noch keiner wusste oder vielleicht auch nicht ahnte, Olli Recks letztes Spiel stand bevor. Die Fans jedenfalls waren bester Stimmung, wie man hier sieht. Und voller Zuversicht. Fans aus Bochum hofften noch, stand ihr Team doch auf einem Abstiegsplatz und jeder Punkt wurde benötigt. Werder Bremen aber hat im Gegensatz zu anderen Vereinen eine Geheimwaffe und die heißt Juri Maximow. Hier wird er eingewechselt, wir sehen, die Flasche ist voll und was dann folgt... Es ist ja schon fast Kult beim SV Werder. Maximow kommt und das Tor fällt. Und wie singen die Fans? Der SVW ist wieder da. Natürlich. Wie es immer so
bei den letzten Saisonspielen. Einige Profis verlassen den Verein. Und Werder Bremen verlor gleich 4. Hier sehen wir den ganz altgedienten Thomas Wolter. Hier Ari van Lent. Und auch Präsident Dr. Böhmer dürfte eine Träne weggedrückt haben. Denn gerade Stoni Wolter war doch sehr, sehr lange Jahre im Verein. Er bleibt aber der Amateurmannschaft vorerst erhalten. Hier sehen wir die zünftige Verabschiedung durch die Kollegen. Auch Heimo Pfeifenberger drückt die Rückreise über die Alpen an. Zurück nach Österreich geht's. Stoni wird hier nochmal den Fans präsentiert. Und wie wir hörten, hat auch er bestimmt ein feuchtes Auge bekommen. Auch Ari van Lent durfte noch einmal eine Rundreise auf dem Rücken der Kollegen antreten. Stürmisch gefeiert von den Fans. Wir jedenfalls wünschen den Vieren alles Gute bei ihren neuen Vereinen und auch, dass sich ihre Fußballwünsche erfüllen mögen. Christian Brandt wusste gar nicht mehr, wohin mit seinem Trikot. Also, wie bei der Hochzeit, über den Kopf und tschüss. Und ein Mann hat bei Werder Bremen immer den vollen Durchblick.